Wow, ich kann es nicht glauben, dass die alle nur hier sind, um uns anzufeuern. Nun, dann sollten wir sie besser nicht enttäuschen, stimmt's, Kapitän? Setz ihn noch zu sich unter Druck. Komm, komm hier. Setz ihn... Mein Gott, ich kann einfach nicht lesen, wenn... setz ihn nicht noch zu sich unter Druck. Komm jetzt, Aaron. Du musst dich auf das Spiel vorbereiten. Sprich mit Trainer Evans. Oh Mann, das Finale. So Leute, los geht's. Auf zum großen Finale im Zenitturm. Seid ihr bereit? Ja, Trainer! Fertig! 3, 2, 1. Raimon, vor! Vorwärts, Raimon, schießt ein Tor! Leute, ihr seid die Größten. Vielen Dank. Oh ja, Mount Olympus. Gehe zum Zenitturm und gewinne das Finale. Wie gesagt, 42 bin ich mir... Oh, das dauert mir so lange hier. Bullet Park. Zenitturm. Spieler von Mount Olympus, ihr seid die perfekte Mannschaft. Das Ergebnis harter Arbeit, die von Fifth Sector geleistet wurde. Echter Fußball muss durch gekonntes, faires Spiel entschieden werden. Zeigt mir solchen Fußball. Jawohl, Eure Exzellenz. Eure Exzellenz, die Mannschaft von Mount Olympus befindet sich in optimaler Verfassung. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass sie die Mannschaft von Raimon mit Leichtigkeit schlägt. Macht euch keine Sorgen. Wirklich exzellente Spieler, jeder Einzelne. Raimon hat noch nie gegen eine Mannschaft dieses Kalibers gespielt. Wir brauchen eine starke Mannschaft, die die Ideale von Fifth Sector verkörpert. Ansonsten wäre ein Finalsieg bedeutungslos. Hier geht es um ein Duell zwischen reguliertem und freiem Fußball. Die Besten beider Lager müssen beweisen, worum es im Fußball geht. Natürlich. Ich muss dir für deine große Hilfe danken. Es ist doch selbstverständlich, dass ich den Imperator unterstütze. Es wird echt Zeit, dass ich diesen Titel loswerde. Viele fußballbegeisterte Kinder müssen bis heute leiden. Deshalb hängt vom Ausgang dieses Spiels so viel ab. Und die Gerechtigkeit wird siegen. Und dafür werden die Spieler sorgen, die den Fußball wirklich lieben. Ja. Ich glaube, der muss immer noch seine Rolle haben, weil er wird definitiv kontrolliert, oder? Was? Da war irgendwie ein Foto, ne? Ach, schnappen wir uns das Foto noch. Goldmonument. So, wir könnten rein theoretisch bestimmt noch irgendwas hier kaufen, ne? Dribbling, Schuss. Oh ja, das wird auf jeden Fall. Noch was geben. So, was haben wir denn hier? Wen können wir denn hier noch Schuss beibringen? Das sind 4 Punkte, ne? Auf jeden Fall Annahme. Annahme ist wichtig. JP 128. So. Dann würde ich gerne das hier mal auffrischen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Die hat noch keins. Rossi hat noch keins. Bioma. So, jetzt haben sie alle wenigstens etwas. Aber Ausdauer ist ganz wichtig. Am besten alle.
damit neu ausstatten. Ausdauer ist sehr wichtig. 14. Das heißt, ich werde einige wahrscheinlich vernachlässigen. Also 2 Stück. So. Das heißt, du bekommst einen. Du. Also auf jeden Fall die Standard 11. Alter. Rusty. Lucian. Sam gebe ich jetzt tatsächlich keins. So, das heißt, in den letzten 3 bekommt auf jeden Fall Chessbert 1. Ton und Judge. So, weil Sam werden wir wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Daher passt das schon. Endlich sind wir hier. Los Leute, gehen wir. Aufgepasst, dieser Aufzug wird das Team direkt in Stadion bringen. Dann gibt es kein Zurück mehr, bis das Spiel zu Ende ist. Also geht erst weiter, wenn ihr alle bereit seid. Die Mannschaft sollte in Topform für das Finale sein. Vergiss nicht, dein Spiel vorher zu speichern. Bist du bereit? Man kann sich gar nicht genug vorbereiten, stimmt's? Okay, das heißt, wir speichern tatsächlich mal hier. Und dann auf ins Finale. Ob mein Teamlevel ausreicht, das werden wir jetzt herausfinden. So, es gibt kein Zurück mehr. Ich bin bereit. Wenn das so ist, los geht's. Jawohl, Trainer. Im Zenitturm. Es ist soweit, liebe Fußballfreunde. In diesem Spiel wird der Sieger des Saints-Way-Turniers ermittelt. Hier im ausverkauften Zenitturm erwarten die Zuschauer voller Spannung das große Finale. Wer wird das Stadion als beste Mannschaft Japans verlassen? Die Raimon Elf, die im letzten Jahr den 2. Platz belegt hat? Oder wird die Elf von Mount Olympus ihre überwältigende Siegesserie auch im Finale fortsetzen? Auch die Wahl zum Imperator bleibt weiterhin hochspannend. Momentan steht es hier unentschieden zwischen Säbel und Hilmen. In diesem entscheidenden Spiel geht es nicht nur um den Pokal, sondern auch um den Thron des Imperators. Ein historisches Match! Hä, Mark Emmons. Hä, ja, der anderen. Du. Quagmire. Devlin, besser bekannt. Lange nicht gesehen. Ich trainiere jetzt Mount Olympus übrigens. Dave Quagmire, für die, die mich noch nicht kennen. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder gegenüberstehen. Mount Olympus ist die ultimative Mannschaft. Seine Exzellenz Alex Abel und ich haben sie bis zu der Zeit in Perfektion geformt. Sie werden euch ganz mühelos vom Platz fegen. Wie sie immer sagen, Perfektion. Ja, das war angeblich von Zuland. Das war angeblich von Raydark. Och, immer wieder dasselbe. Quagmire? Trainer von Olympus? Dann wird es richtig schwer. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nicht mit der Qualität, die ihr mittlerweile habt. Oh, Trainer Hillman und Travis, ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Wir wollten auch bei diesem Spiel dabei sein. Unglaublich. Wir haben sie um ihre Unterstützung gebeten. Trainer Travis hat sich ja immer engagiert für den Roman Fußball Club ein. Oh. Und Herr Hillman ist, wie ihr wisst,
der Kopf der Revolution. Deshalb wollten wir, dass sie bei diesem Spiel dabei sind. Wow, all die Trainerlegenden von Rayman werden an unserer Seite stehen. Das ist kaum zu glauben. Unglaublich, dass sie alle hier sind. Es ist so eine Ehre, sie kennenzulernen. Nun, das Spiel beginnt gleich. Macht euch bereit. Jawohl, Trainer. Kapitän, ich hoffe, du bist bei uns. Bring den wahren Fußball zurück. Das ist unser letztes Ziel. Das heißt, was sagt die Herausforderung Level? Nämlich gar nichts, denn es gibt keine Herausforderung Level, denn es geht es nur darum, mein Team-Level, das ich habe, das Spiel zu gewinnen. Und ich werde es versuchen. Ich würde sagen, fackeln wir nicht lange. Auf ins Finale. Gut, dann gehen wir. Wie laut die Zuschauer sind. Die Zukunft des Fußballs liegt in unserer Hand. Ich muss der Mannschaft ein gutes Vorbild sein. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Wer doch gelacht. Also lachen sehe ich dich aber gerade nicht. Sieh dich doch an. Du schlotterst ja an deinen Schuhen. Und das als unser Kapitän? Da lache ich ja. Du hast dir alles auf den Kopf gestellt. Und jetzt stehen wir hier. Und da steh dich und krieg jetzt auf einmal kalte Füße. Du, dir ist schon klar, dass ihn das nicht gerade beruhigt, ja? Er meint ja bloß, dass Arya nicht allein die ganze Verantwortung hat. Wir sind eine Mannschaft und helfen einander. Wenn es schwierig wird, halten wir zusammen. So wird das bei Raimund schon immer gemacht. Stimmt. Und bis in die Haarspitzen motiviert sind wir eh, auch ohne den Knirps als Vortänzer. Verzeihung, Captain. Jawohl, ja. Aber... Ach, ihr... So, und nun hört mal alle her. Wir kämpfen heute für die Zukunft des Fußballs. Dieses Spiel wird alles entscheiden. Ich will, dass ihr auf dem Platz einfach Spaß am Fußball habt. Naja, andererseits ist es auch einer der wichtigsten Titel, den man in Japan gewinnen kann. Also, zeigt allen, was ihr könnt. Beweist ihnen, dass ihr mit Herz und Seele spielt. Ja, Trainer. Arion, du bist doch jetzt Kapitän. Sag doch auch was, um uns zu inspirieren. Hm? Ich? Gut, also wir gewinnen dieses Spiel. Leute. Echt jetzt? Wir gewinnen dieses Spiel? Mehr fällt dir nicht ein? Na gut. Hört mal her, Leute. Spielen wir Fußball! Ja! Der große Tag ist endlich gekommen! Der Tag des Saints Way-Finales! Nur noch wenige Momente verbleiben bis zum Showdown zwischen Raimon und Mount Olympus! Das Spiel findet im Zenithturm statt, dem legendären goldenen Monument, das in den Fußballhimmel hinaufragt. Wer holt heute den Turniersieg? Wer wird sich die Trophäe sichern? Mark Evans und sein Raimon-Team? Oder Alex Zabel mit Mount Olympus? Beide sind erstklassige Trainer, doch heute kann nur einer gewinnen. Fußballfans im ganzen Land erwarten schon gespannt den Anpfiff. Dieses Spiel entscheidet, wem die Fußballkrone gebührt. Schweiß und Tränen, ungeahnte Strapazen. Auf dem Weg ins Finale sind alle Spieler an ihre Grenzen gegangen. In der Hoffnung auf den Sieg in diesem bedeutenden Match.
Dies ist das Spiel der ganz großen Träume. Ein Finale, das sicherlich Geschichte schreiben wird. Nur noch Sekunden bis zum Anstoß. Du schaffst es, Arian. Da werden wir kein leichtes Spiel haben. Wenn mein Bruder wieder gesund ist und Fußball spielen kann, soll er echten Fußball spielen. Dafür gebe ich alles. Wir sollten einfach nur Fußball spielen, weil es Spaß macht. Das habe ich immer so gemacht. Und deshalb spiele ich heute mit meiner Mannschaft, meinen Freunden, die den Fußball genauso lieben wie ich. Dieses Spiel gewinnen wir! Für den Fußball! Endlich ist es soweit! Das große Finale des Saints Way Turniers beginnt! Jetzt! Endlich. Wurde auch langsam Zeit. So, Rayman vs. Mount Olympus. Die haben ein Teamlevel von 40, wir haben 42. Aber das heißt nichts. Das heißt hier überhaupt nichts. Und wir dürfen unsere Mannschaft so behalten, wie es ist. Finde ich sehr gut. Senetua. So, ich bin mir jetzt unsicher, ob hier tatsächlich auch aufstellungstechnisch was ihr wisst, was ich gleich meine. Das meine ich. Aufgaben wird es auch noch geben. Okay. So, da kommt direkt schon der erste Kampfgeist. Direkt von Kronos. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist denn hier einer von uns? Das Problem ist, wir sind beide in Gelb, ne? Ja gut, die haben so ein Gelb-Orange. Aber trotzdem. Ist das nicht besser? So, gucken wir mal, ob wir den Ball kriegen. Tetravolt. So. Holt doch irgendwo euch den Ball. Ach komm schon, Leute. Ich will jetzt hier keine Technik benutzen. Danke. So. Aufgabe ist erfüllt schon mal. Aber das Gute ist, die haben ja schon mal Spezialtechniken benutzt. Okay, jetzt kommt eine Spezialtaktik. Ah, die sind wirklich stark. Olympus spielt auf einem ganz anderen Niveau als die anderen Mannschaften. Nur keine Sorge, solange wir uns glauben, schaffen wir das schon. Wer doch gelacht. Alex, in der Spielweise von Mount Olympus spiegelt sich ganz eindeutig deine Begeisterung für den Fußball wider. Im großen Finale gegen Mount Olympus musst du am Ende der ersten Zeit in Führung liegen. Ja, super toll. So.
Ach, das war jetzt... Ach, das ist ja hier anders, ne? Da kommt noch ein Kampfgeist. So, wir holen erstmal JPs. Ich muss in Führung legen, ne? Das ist... Da komme ich doch nicht ran. Nein, das geht so nicht. Nein, ich gehe auf Fangen. Ballistic Bomber. Mal gucken, ob Dunstwirbel es ausreicht. Wir blocken. Dunstwirbel, bitte. Ah, nur abgeschwächt. Kettenschuss ist jetzt kacke. Kriege ich jetzt auch noch irgendwie? Oh. Gott sei Dank, er hat noch gehalten. Und das Problem ist, ich muss irgendeine Führung legen. Alter, ich habe hier überhaupt keine Leute. Wo sind die? Wo sind meine ganzen Leute? So, das heißt, ich brauche jetzt erst Pegasus. Ich muss irgendwie jetzt... Wo ist Arion? Arion, komm an den Ball. Oder? Ne, das ist Abseits, oder? Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Optimal Parabel. Mal schauen. Ich bezweifle, dass wir jetzt das Tor schießen. Aber es wäre natürlich gut. Lederschredder? Ja, Lederschredder ist ziemlich geil. Ja. Das war klar. Aber vielleicht habe ich jetzt mit Roma nochmal eine Chance. Katana Kick. Let's go. Da kommt nochmal Lederschredderer. Und diesmal geht er rein. Diesmal geht er rein. Holy moly. Wir haben es gerade so geschafft, ne? Wir haben es gerade so noch geschafft. Das war sauknapp. Wir kriegen euch noch. Passt besser auf. Wir gewinnen sicher. 1-0 für Raymond.